So. Okay, dann dürfen Sie starten. Ja, bitte. Willkommen zu unserer eShop-Präsentation. Wir sind das Hunters Digital Shop und möchten Ihnen jetzt unsere Präsentation vorstellen. Die Vorstellung nicht vergessen. Ja. Die ist ja Okay, hier schon geplant. okay. Kurz zu uns. Also, ich bin der Mikael Uğurdag. Links von mir ist der Faruk Toprak. Rechts von mir ist der Oktay Karakaya und komplett rechts ist die Nursena Age. Genau, das wäre unser Team. Kurz zur Agenda. Die haben wir kurz gehalten. Wir fangen an mit der Projektbeschreibung, dann die Einrichtung des AWS-Servers. Als dritten Punkt haben wir die Frontend-Vorstellung und der letzte Punkt wird die Backend-Vorstellung sein. Kurz zu unserem Ziel. Also wir sind das Hunters Digital Shop, also ein innovativer E-Shop, entwickelt im Rahmen der Veranstaltung vom E-Shop Design. Und wir haben uns eben für Notebooks und Smartphones entschieden und versuchen eben daraus halt so einen super E-Shop draus zu machen und ich denke, wir haben es auch hinbekommen. Kurz zu unserer Technologieauswahl. Da haben wir uns für AWS und Magento entschieden, war ja auch so vorgegeben. Warum AWS? Wir haben eine hohe oder robuste Skalierbarkeit. Wir haben eine hohe Verfügbarkeit bei AWS. Die Sicherheitsstandards sind sehr gut und zudem ist es auch sehr flexibel und eine sehr zuverlässige Infrastruktur für unseren E-Shop eben zu gewährleisten. Ebenso haben wir dort auch eine sehr übersichtliche Kostenkontrolle und AWS ist auch an sich nicht teuer. Wir haben jetzt für unser Projekt insgesamt nicht mal 2 € zahlen müssen bis dato. Also es ist sehr gut, kostengünstig und übersichtlich. Zu Magento haben wir uns entschieden, weil es die führende E-Commerce-Plattform ist, eine umfassende Anpassungsfähigkeit hat und ebenfalls erweiterte Funktionalitäten bietet für die optimale Nutzung. Warten wir kurz, technische Probleme. Genau. Um eine optimale benutzerfreundliche und auch zentrierte Shopping-Erfahrung zu generieren, haben wir Magento genutzt. Kurz zu unserem AWS-Server-Setup. Also hier haben wir 3 Steps sozusagen. Step 1 wäre die AWS-Konto erstellen. In unserem zweiten Step wäre es die Einrichtung der Instanz. Und in unserem dritten Step tun wir eben die Elastic IP zuweisen. Und unsere Magento-Einrichtung haben wir dann in 5 Steps unterteilt. Da fangen wir eben auch mit dem ersten Step an, mit dem Adobe-Konto zu erstellen. In dem zweiten Step erstellen wir oder starten die Instanz über Ubuntu. Beim dritten Step ist es die EC2-Instanz zu verbinden. Im vierten Step die LAMP-Installation, also Linux, Apache, MySQL, PHP zu installieren. Und im letzten Step ist es, mit dem Composer zu installieren, um Magento 2 herunterladen zu können. Das wäre es mit meinem Part und ich übergebe jetzt an Nursena. Genau, wir wollten hier nochmal kurz zeigen, wie wir mit dem Ganzen klargekommen sind. Wir haben alle eigentlich zum ersten Mal mit AWS gearbeitet. Und was wir immer gemacht haben, ist auf jeden Fall zu gucken, hey, wie stehen wir eigentlich gerade mit der Abrechnung? Weil, wie gesagt, wir haben das Ganze zum ersten Mal gemacht und da hatte man ja auch eine ganz gute Übersicht über die Kosten. Und wie schon erwähnt, also wir sind knapp über $2 und wir haben halt immer unsere Instanz gestartet, sowohl auch gestoppt. Und genau, dann schaue ich nochmal hier, zeige ich euch auch nochmal, was wir am meisten gemacht haben. Natürlich die EC2-Instanz, wo wir sie eingerichtet haben, unsere Instanz. Worauf wir hier geachtet haben, war ja ganz wichtig. Vorhin wurde uns noch ein Tipp gegeben, unsere Instanz doch zu beenden, was man natürlich nicht tun sollte, weil wenn wir die Instanz beenden würden, hätte sich ja unser Projekt sozusagen gelöscht. Und was wir hier alles haben, wir haben unsere IP-Adresse hier nochmal, wo wir dann einfach in den Browser eingeben können und dann landen wir, falls unsere Instanz gerade am Laufen ist, auf unserem E-Shop. Und genau, generell war das sozusagen auch ein wichtiger Punkt, dass wir sozusagen überhaupt mit Magento arbeiten konnten, eben weil wir die Instanz dann zugewiesen haben. Und genauso würden wir auch rüber schon zum Frontend springen. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass wir im Prinzip hier auch einen Account erstellen können. Und das mache ich mal jetzt ganz kurz.
Genau. Also wir können hier auch direkt aussuchen, ob wir halt eben für den Newsletter uns abonnieren möchten. Und was natürlich die Vorgaben sind, sind eine E-Mail, Nachname, Vorname und genau, das Sorry. Und genau. Wir können hier, ich habe jetzt einfach mal als Passwort 1, 2, 3, 4, 5 eingegeben. Und wir können hier direkt sehen, hey, dein Passwort ist zu schwach. Und wir haben hier auch direkt eine Anweisung, es muss mehr als 8 Symbole haben, mindestens 8 Symbole haben und keine Leerzeichen, auch diese Passwortanweisung, damit das natürlich nicht direkt irgendwie gehackt werden kann, euer Account oder sonst was. Und genau, da habe ich mal jetzt so ein Medium-Passwort. Genau. Da können wir dann unser Account erstellen. Richtig. Ich würde mich jetzt nochmal ausloggen. So, und dann kann man sich wieder hier einloggen. So. Genau, und da würde ich jetzt auch weitergehen. Genau, kommen wir zu mir. Ich möchte euch jetzt auch noch weiter das Frontend zeigen. Und dann würde ich mich nochmal aus Nutzerners Account einmal ausloggen. Und dann fangen wir mal quasi bei der Homepage an, wenn wir hier einfach plain ankommen. Wir haben hier erstmal eine Begrüßungsnachricht. Hunters Digital Shop, willkommen in unserem Shop. Wir sind ja der Hunters Digital Shop und wir sind jetzt auch neulich, haben wir jetzt auch Smartphones ins Sortiment aufgenommen. Deswegen haben wir auf der Landingpage, auf der Homepage direkt unsere neuesten Produkte quasi im Shop. Und das wären jetzt eben ein paar Handys, die wir neu reinbekommen haben. Und genau, wir sehen jetzt auch schon über der Begrüßung, dass wir hier drei Reiter haben. Einmal Smartphone, Notebook und Zubehör. Die schauen wir uns vielleicht auch nochmal an. Wenn wir vielleicht gerade den Smartphone-Reiter als Beispiel nehmen, sehen wir jetzt verschiedene Handys und wir sehen eben Produktbild, wir sehen den Produktnamen, wir sehen den Preis, wir können direkt Sachen zum Cart, also zum Einkaufswagen hinzufügen und die Ansicht so jetzt ist jetzt natürlich, wenn es jetzt noch mehr wären, wäre das noch unübersichtlicher, aber es gibt dann hier die Möglichkeit, dass wir quasi die Ansicht auf eine Liste stellen und dann haben wir hier einfach das Bild nochmal ein bisschen größer. Wir sehen die Beschreibung zu den Produkten direkt, ohne dass wir draufklicken müssen. Und wir sehen auch immer noch alle Infos, die wir davor hatten, bei dem Grid quasi, aber noch ein bisschen detaillierter. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir quasi sorten, zum Beispiel nach dem Preis. In dem Fall ist es jetzt aufsteigend gesortet, heißt wir haben das billigste Handy zuerst, aufsteigend zum teuersten und wenn wir diesen Pfeil hier klicken, wird das Ganze quasi einfach umgedreht. Wir sehen auch hier links, dass wir quasi Shopping Options haben und hier haben wir jetzt zum Beispiel den Preis. Da können wir jetzt auswählen, okay, wollen wir Produkte haben von 0 bis 1000 Euro oder ab 1000 Euro und drüber. Genau, hier haben wir jetzt quasi nur das Handy drin. Wenn wir jetzt mal, oder bevor wir switchen, wir sehen auch, wenn wir jetzt mal ein Handy draufklicken, sehen wir einmal wieder den Namen, den Preis, wir sehen, dass das Handy in Stock ist, also dass wir das quasi aktuell kaufen können. Wir können hier eine Menge angeben, wie viele wir davon kaufen möchten. Genau. Und jetzt sehen wir hier quasi so eine Leiter, wo wir quasi sehen, wo wir drin sind. Wir sind im Smartphone-Reiter im iPhone 15. Hier können wir dann auch wieder zurück. Und wären jetzt wieder auf der Homepage und jetzt können wir, wenn wir uns mal den Notebook-Tab genauer anschauen, den MacBook Pro zum Beispiel, sehen wir hier, dass wir auch mehrere Bilder drin haben, die wir uns alle anschauen können zu dem Produkt. Die können wir entweder über diese Tasten hier wählen oder wechseln oder direkt ebenso. Genau, wenn wir uns den Zubehörreiter anschauen, sehen wir hier, dass wir zum Beispiel ein Ladekabel drin haben. Und hier haben wir uns jetzt für eine Rabattaktion entschieden, da wir jetzt auch die Handys neu reingenommen haben.
Der normale Preis, der reguläre Preis wäre bei 20 Euro oder eben 19,99. Und wir haben uns jetzt entschieden, den eben auf 15 Euro zu setzen, da wir die Handys jetzt auch neu eingeführt haben. Genau, Thema Handys. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist, was man wirklich kaufen soll, könnte man zum Beispiel aufs iPhone 15 klicken und auf Add to Compare. Wir haben jetzt einmal das iPhone 15 uns mal angeschaut, das gefällt uns. Jetzt gehen wir wieder in den Smartphone-Reiter und sagen, okay, das iPhone 14 gefällt uns aber auch. Können wir auch Add to Compare klicken. Und dann öffnet sich hier oben so was Neues, wo man draufklicken kann. Und hier kann man quasi zwei Produkte miteinander vergleichen. In dem Fall jetzt das iPhone 15 Pro und das iPhone 14. Wir sehen die Bilder nebeneinander, wir sehen den Preis, wir sehen die Beschreibung. Und so kann man sich dann quasi sein gewünschtes Handy aussuchen. Wenn wir uns jetzt für das iPhone 15 Pro entschieden haben, könnte ich das jetzt hier aus dem Compare wieder rausnehmen, das iPhone 14. Ich kann auch beide rausnehmen. Aber ich könnte hier jetzt auch einfach sagen, okay, das tue ich jetzt mal zum Einkaufswagen hinzu. Und wenn wir dann den Einkaufswagen öffnen, oder genau, wenn wir uns den mal anschauen, sehen wir eben hier das Item, das wir im Shopping-Cart haben. Wir sind jetzt bei einer Summe von 1204 Euro. Und wir haben auch einen Rabattcode, der heißt bei uns Hunters20. Und wenn wir den anwenden, haben wir einen 20% Discount auf unseren Einkauf. Da sehen wir auch hier direkt, dass man eben den Discount drin hat. Wir sehen hier den neuen Preis und dann könnte man eben weiter zum Checkout. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich würde gerne noch die Advanced Search vorstellen. Hier haben wir quasi ein paar Felder, die wir benutzen können. Und wenn wir jetzt mal als Produktnamen nehmen, einfach nur mal ein X und als Preis zum Beispiel 100 bis 400, genau so wird es jetzt wahrscheinlich nicht oft vorkommen, aber es funktioniert jetzt so, dass wir quasi alle Produktnamen anschauen, wo ein RX drin ist und in dem gewünschten Preisspektrum, wenn wir jetzt auf Search gehen, sehen wir quasi, okay, wir haben ein iPhone, das in der Price Range ist und dem dieses X im Namen hatte. Genau, und dann würde ich ans Backend weitergeben. Sehr gerne, Dankeschön. Kommen wir nun zum Backend. Ich melde mich mal kurz an. Ist das aktiviert? Ja. Genau, also hier sehen wir unseren Backend-Bereich. Schön zu sehen ist unser Dashboard. Wir können hier quasi unsere Reports aufsetzen oder halt für das Marketing-Team etc. Hier sehen wir, wie viele Produkte wir verkauft haben, welche Produkte am häufigsten gesucht worden sind. Es gibt auch weitere Einstellungen dafür. Das ist wichtig dann für ein Unternehmen, dass man halt weiß, welche Produkte man beispielsweise terminiert und neu hinzufügen möchte. Genau. Kommen wir nun zu unserem eigenen Shop-System. Da können wir dann unter Stores können wir die Konfiguration vornehmen. Und das ist ganz einfach, dass wir hier dann aussuchen, in welcher Region, also für welche Region quasi der Shop ist, welche Währung hier angenommen werden soll. Können wir alles hier einstellen. Wir können sogar auch einstellen, welche Art von Zahlungsmethoden wir verwenden möchten, beispielsweise PayPal oder Kreditkarten. Können wir hier alles einstellen über Konfiguration. Als nächstes könnte man hier über Content, natürlich über die Pages, kann man dann den Shop bzw. unsere Homepage, unsere Error-Page, Cookies etc. alles einpflegen. Da würde ich mal kurz zu unserer Homepage reingehen. Was sehr toll ist an Magento, weil hier sehen wir unsere Homepage, da können wir unter Content sehen wir unsere quasi wie wir heißen und können dann genau hier mit dem Page Builder quasi per Drag and Drop, da kann ich auch kurz reingehen. Da können wir per Drag and Drop Sachen hinzufügen, entfernen. Und hier habe ich zum Beispiel einen Flex Slider eingefügt, was
was ich jetzt ausgeblendet habe, was man in der Homepage nicht sieht. Also man kann hier auch alles einblenden, ausblenden. Genau. So viel zu dem. Dann als nächstes, was halt auch wichtig ist, wie vorhin erwähnt, ist das Marketing. Wir können über Marketing Card Price Rules können wir Rabattcodes einstellen. Beispielsweise, da wir jetzt quasi ein neues E-Shop haben, sagen wir, okay, wir haben unser erstes Rabattcode, dafür geben wir jetzt 20% und das ist von heute bis September, den 30. quasi zur Verfügung gestellt. Und wenn man dann beispielsweise Marketing betreibt und Influencer etc. mit aufs Boot nehmen möchte, könnte man dann über den dann Rabattcodes dann erstellen. Genau. Customers können wir auch sehen. Also Nursana hat sich ja quasi vorhin registriert. Die können wir dann auch hier verwalten. Wir haben ein Beispiel-Account eingerichtet gehabt und jetzt dann noch ihren Account. Den könnte man auch editieren, bearbeiten. Und das ganz Wichtigste natürlich unser Katalog. Hier finden wir erstmal die Kategorien, die wir einrichten müssen. Hier sehen wir ganz normale Default-Kategorie und darunter, also als Unterkategorie, haben wir dann Smartphone, Notebook und Zubehöre, die wir einrichten können. Und anschließend kann man dann Produkte einpflegen, die man dann zu den Kategorien zuweisen kann. Genau, und hier wäre dann quasi unsere Liste. So wird es aussehen. Genau, das wäre dann so viel zum Backend. Okay, prima. Fragen ihrerseits, meine Herren? Danke. Hallo, ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Anton Illig. Ich möchte Ihnen kurz die Veranstaltung schildern, zu der Sie diese Präsentation gesehen haben. Die Veranstaltung heißt eShop Design, wird in Furtwangen im Schwarzwald durchgeführt, in der Fakultät Wirtschaftsinformatik für Bachelorstudiengänge. Die Veranstaltung hat mehrere Teile. Teil 1 ist Cloud Computing. Markt und Technik werden dargestellt, was Cloud Computing bedeutet, welche Möglichkeiten, welche Chancen, welche Probleme es bietet, ist ein Part, ganz wesentlich. Weil zum Schluss der Demo-Shop, der zu implementieren ist, auch in der Cloud gebaut werden muss. Nächster Teil ist, dass passend zum Cloud Computing ein marktrelevanter Anbieter, Amazon AWS, Elastic Compute Cloud, vorgestellt wird, besprochen wird. Der Shop, der gebaut wird, muss in der AWS Elastic Compute Cloud gebaut werden. Darüber muss man Bescheid wissen. Behandeln wir, wie gesagt, im Teil 2. Im Teil 3 geht es dann konkret um die Shop-Software. Da setzen wir ein Adobe Magento 2. Magento 2 wurde ursprünglich mal von einer Firma Magento in San Francisco gebaut. Die hat sich dann den Luxus geleistet, ihr Produkt an eBay zu verkaufen, nachdem es eigentlich schon marktführend war. Und vor einiger Zeit hat eBay einen Deal mit Adobe gemacht. Heutiger Softwarehersteller ist Adobe. Wir beziehen unsere Software von Adobe Magento 2. Also damit müssen wir uns ein bisschen auch auseinandersetzen. Damit hat man praktisch wesentliche Teile zusammen. Es spielt dann natürlich noch Linux als Betriebssystem eine Rolle. Habe ich jetzt hier nicht weiter erwähnt. Aber mit diesen wesentlichen Teilen, die ich jetzt ganz kurz erwähnt habe, geht es dann darum, einen voll funktionsfähigen Demo-Shop zu bauen. Der kann in der Regel mehr wie 20 Minuten Präsentation füllen. Die Studierenden haben also die Herausforderung, zusätzlich das in 20 Minuten maximal zu pressen und müssen also dann
sehr stark abkürzen. In der Veranstaltung selber und beim Bau der Shops müssen die natürlich eine Anforderungsanalyse machen, Konzept und Design entwickeln und das Ganze technisch umsetzen. Einen winzigen Ausschnitt haben Sie heute gesehen. Was man noch zeigen könnte, aber den Rahmen sprengt, das ist die moderne Verwaltung eines Demo-Shops, also das Produktmanagement, waren einige kleine Eindrücke zu sehen, Kundenmanagement, Analyse und Reporting bis hin zum Thema Finanzmanagement, subsumiert das, was die Studierenden in ihrem Bachelorstudiengang an der Fort Wayne University in der Zwischenzeit gelernt haben, kann man nicht alles in dieser Demo zeigen, wäre aber Gegenstand des Demo-Shops. Können die Studierenden wahlfrei auswählen, ob sie daraus etwas zeigen. Last but not least wollen wir immer ein bisschen etwas über das Thema erfolgreiches Multichannel-Marketing sehen. Den Webshop natürlich selber, Social-Media flankierenden Einsatz, E-Mail-Marketing, Mobile möglicherweise, hat man üblicherweise in den Demos nichts an Zeit und Platz, um das zu zeigen, wird aber mindestens ansatzweise umgesetzt. Meine Damen und Herren, das ein bisschen etwas zum Hintergrund. Themen sind natürlich so etwas wie Sicherheit, regelmäßige Backups, Compliance-Prüfungen, Penetrationstests im Zusammenhang mit dem Shop. Das sei nur erwähnt. Wenn Sie Interesse daran haben, mehr zu fahren, sprechen Sie mich an. Kann ich gerne mehr erzählen. Das war's an meiner Stelle für heute. Weiterhin eine gute Zukunft. Ciao. Ihr Anton Illig.